Dieses Video ist für alle von besonderem Interesse, die entweder kurz davor sind, sich eine Emma-Matratze zu bestellen oder aber eine Emma-Matratze vor kurzem bestellt haben. Denn man kann bei Emma einen kostenlosen Topper abgreifen. Wie das funktioniert, wie dieser Topper ausschaut und was er bringt, in diesem Video. Halli, hallo bei Ausprobiert. Sehr schön, dass ihr mit am Start seid. Nach längerer Zeit mal wieder ein Matratzenvideo hier bei uns. Es ist schon ein paar Monate her, seitdem ich mir die aktuelle Testsiegermatratze der Stiftung Warentest genauer angeguckt habe, die Emma One Federkern. Und im Rahmen, das Video dazu im Übrigen hier oben in der Infobox verlinkt und auch unterhalb in der Videobeschreibung zu finden, diesen Testvorgang habe ich auf alle Fälle dazu genutzt, um etwas auszuprobieren. Haha. Was ich bisher nur vom Hören sagen kannte, nämlich dem Umstand, dass man im Falle einer Rücksendung bzw. eines Rücksendewunsches bei Emma erstmal ein Angebot erhält. Und dieses Angebot sieht so aus, dass man doch bitte zunächst einmal auf die Rücksendung verzichten soll, dafür einen kostenlosen Topper erhält. Warum? Naja, weil die zwei Hauptgründe für das Zurücksenden einer Matratze meistens darauf zurückzuführen sind, dass man nicht so gut auf dem Ding schläft. Und dann ist die Matratze entweder vom subjektiven Empfinden her zu hart oder aber zu weich. Und dagegen kann man was tun. Man muss an die Liegeeigenschaften der Matratze ran und ein Topper verändert diese Liegeeigenschaften. Im Idealfall so sehr, dass man dann als Kunde sagt, hey, jetzt bin ich zufrieden, jetzt schlafe ich richtig gut darauf, ich verzichte auf die Rücksendung. Das ist nicht nur aus Umweltsicht absolut wünschenswert, denn viele der zurückgesendeten Matratzen landet immer noch in der Müllverbrennungsanlage. Es ist auch absolut sinnvoll aus betriebswirtschaftlicher Sicht, denn, das ist vielleicht so ein kleiner Trivia-Einschub, wären wir bei einer Textil-Fashion-Retoure bei größeren Versendern vielleicht von Kosten im Rahmen von 3 bis 5 Euro ausgehen müssen, ist die Rücksendung einer Matratze richtig, richtig teuer. Da stehen wir dann bei 70 bis 90 Euro, die der Händler bzw. der Produzent zu tragen hat. Und da ist noch gar nicht damit darin enthalten, dass man das Produkt, was da jetzt zurückkommt, ja auch noch irgendwie weiterverarbeiten muss. Also das haut richtig, richtig rein und deswegen ist es nur zu gut nachzuvollziehen, dass man seitens dieser Verkäufer sich genau überlegt, welche Strategien es geben könnte, um die Rücksendequote zu reduzieren. Bei Emma ist es der kostenlose Topper. Um diesen kostenlosen Topper zu erhalten, muss man sich mit Emma in Verbindung setzen. Das hängt dann natürlich davon ab, wo man die Emma-Matratze selbst bestellt hat. Kurzer Einschub an dieser Stelle, wenn ihr noch davor seid, vor der Bestellung, dann bitte unbedingt sehr genau überlegen, wo ihr eure Bestellung platziert. Es gibt drei Wege aus meiner Sicht. Händler, ja, die großen Ketten, die da draußen rumfliegen und eine Emma-Matratze im Angebot haben. Da kann man dann einfach sagen, jawohl, die will ich gern haben. Der Punkt ist an dieser Stelle aber der, dass die Rücksendebedingungen bei diesen Händlern sich doch, obwohl mir Emma vor einigen Jahren, ja Jahre sind es mittlerweile schon, versichert hat, dass man, weil ich ursprünglich selber bei Bauer bestellt habe, da ging es noch um die Schaumstoffmatratze, Bauer selber hat dann plötzlich gesagt, Moment, bei mir gibt es nur 30 Tage Rücksendefrist. Emma selbst hat immer mit 100 Tagen geworben. War ein riesiges Hin und Her, am Ende hat man Bauer dazu bewegt, sich diesen 100 Tagen anzupassen. Also, es ist aber trotzdem nicht bei allen Händlern so. Leider, muss man sagen. Da gibt es unterschiedliche Regelungen und deswegen würde ich da sehr genau darauf achten, dass ich einen Händler, wenn ich nicht bei Emma bestelle, erwische, der dann auch wirklich die 100 Tage mit anbietet und der vielleicht auch dafür bekannt ist, dass man mit den Kunden gut umgeht. Die zweite Möglichkeit ist, dass man direkt bei Emma bestellt. Problem an dieser Stelle, Emma ist in der Regel leider, obwohl die sich die Händlermarge mit in die eigene Tasche wirtschaften, nicht der günstigste Anbieter. Und das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und zweitens, man gibt, wenn man bei der Plattform oder bei dem Hersteller selber bestellt, einen riesigen Hebel aus der Hand, den man als Kunde normalerweise hat. Denn man spielt dann nach den Regeln von Emma. Man bestellt dann dort und wenn dann die Lieferzeit länger ausfällt, dann fällt sie halt einfach länger aus. Man kann dagegen nichts tun. Wenn man sich mit der Rücksendung rumplagt, dann muss man eben die Kanäle nehmen, die Emma einem anbietet. Also die Hotline oder die E-Mail-Adresse, die dort hinterlegt ist. Und das, guckt euch die Rezensionen im Netz dazu an, schaut euch die Kommentare unterhalb meiner anderen Emma-Videos an, fällt nicht so gut aus. Ja, da gibt es sehr, sehr kritische Meinungen und deswegen wäre ich da eher vorsichtig. Mein Tipp, wenn ihr noch nicht bestellt habt, und ich empfehle normalerweise nie Amazon, aber in diesem Fall schon, denn es gibt bei Amazon die A-Z-Kundenzufriedenheitsgarantie. Emma nutzt Amazon als wirklich großen Distributionskanal und wenn man das tut, spielt man dann auch nach den Regeln der Plattform und die sind eben sehr kundenfreundlich. Bedeutet, Lieferzeiten werden eingehalten. Zweitens, wenn es Probleme geben sollte,
hat man die Möglichkeit, über Amazon mit dem Emma-Kundenservice zu kommunizieren. Und wenn da was nicht passen sollte, hat man immer noch die Möglichkeit, Amazon selbst einzuschalten. Und das ist ein Hebel, der echt bares Geld wert ist. Wenn es mal dumm läuft, hat man dann vielleicht sogar, also ich kann das zumindest aus meiner Sicht sehr, sehr gut nachvollziehen, vielleicht auch gerne den ein oder anderen Euro mehr ausgegeben, weil man dann schneller an sein Ziel kommt. Also, für mich ist es deswegen klar, wo ich eine solche Matratze bestelle, wenn es denn dazu kommt. Und dementsprechend habe ich jetzt auch den Kontakt über Amazon mit dem Emma-Kundenservice aufgenommen. Und genau das schauen wir uns jetzt an. In der Bestellansicht von Amazon kann man Kontakt mit dem Verkäufer aufnehmen. Das habe ich getan. Hier oben im Übrigen auch nochmal die Information, wie schnell geliefert wurde. Am 28.11.21 habe ich um 22.10 Uhr meine Emma One Federkernmatratze bestellt. Am 2.12.21 wurde die Matratze versendet. Also das hat nur wenige Tage gedauert. Ich habe dann am 8.3.22 Emma eine Nachricht geschrieben über Amazon, über dieses Portal eben selbst. Die Nachricht lautete ganz informell: Liebes Emma-Team, ich möchte hiermit meinen Kaufvertrag widerrufen. Im Rahmen der 100-tägigen Widerrufsfrist musste ich feststellen, dass das Produkt leider nicht zu mir passt. Bitte lassen Sie mir ein Retourenlabel zukommen. Vielen Dank. Es wurde dann am 9.3., also guckt euch nochmal an, wann ich die Nachricht geschrieben habe, am 8.3. um 23.27 Uhr wurden da meine Zeilen verfasst und bereits am nächsten Tag, am 9.3. um 8.49 Uhr wurde mir geantwortet: Guten Tag, vielen Dank für deine Nachricht an Emma. Solltest du retournieren, weil die Matratze zu weich oder zu fest ist, so kann ich dir kostenfrei eine Komfortauflage anbieten. Diese ist etwa 2 cm hoch und wird direkt unter den Emma-Bezug gelegt, sodass diese nicht verrutscht. In diesem Fall würde ich um eine kurze Rückmeldung bitten. Die Testzeit erweitert sich um weitere 14 Tage ab dem Erhalt. Möchtest du dieses Angebot nicht wahrnehmen, helfe ich dir natürlich gerne bei der Retoure deiner Emma-Matratze. Hierzu benötige ich deine Unterstützung. Bitte teile mir die Abholadresse mit, sofern diese anders ist als die Lieferadresse, und eine Rufnummer, unter der die Spedition dich erreichen kann. Ein Retourenlabel benötigst du nicht, außer die Matratze ist im Originalkarton und du möchtest es selbstständig in eine GLS-Filiale abgeben. So, das war die Nachricht, die ich erhalten habe, und darauf habe ich dann Emma gesagt: Jawohl, bitte schickt mir diese Komfortauflage/Topper. Nur 4 Tage später war es dann schon soweit. Der Postbote klingelte und drückte mir jetzt dieses Emma-Paket hier in die Hand. Darin enthalten der Topper. Und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie dieses Teil ausschaut und wie wir es in diese vorhandene Emma-Matratze einbauen können. Dann machen wir das Paket einmal auf und wir sehen, nachdem wir einige Pappklappdeckel entfernt haben, eine Tüte mit dem darin enthaltenen Emma-Topper. Bereits jetzt kann man erkennen, dass dieser Topper eine weiße Schaumstoffauflage ist, und um dieses Teil in seiner ganzen Pracht zu sehen, werden wir als nächstes natürlich diese Plastiktüte entfernen. Der Topper wird selbstverständlich in exakt den Maßen geliefert, in denen man vorher auch seine Emma-Matratze bestellt hat, in meinem Fall 90x2 Meter. Der Schaumstoff ist etwa 2,5 cm in der Realität dick und es handelt sich dabei um einen sich wirklich sehr angenehm, sehr weich anzufassenden Memory-Schaum. Man sieht das hier wunderbar, wenn man mit der Hand in diesen Schaumstoff hineindrückt, bleibt die Hand kurz sichtbar. Das ist, wie gesagt, die eine Variante, die es gibt. Ich habe hier die Emma-Matratze als zu hart empfunden und ich will sie jetzt weicher machen. Für den anders gelagerten Fall, dass die Emma-Matratze als zu weich wahrgenommen wird, gibt es einen harten Memory-Schaum, der dann deutlich dichter ist. Damit der Topper seinen Dienst verrichten kann, müssen wir an die Matratze. Das hier ist mein Bett, auf der linken Seite schläft meine Frau. Wir haben uns beide 2016 für die Bodyguard entschieden. Ich für die normale Bodyguard, die Testsieger-Matratze. Sie für die Bodyguard weich. Warum? Weil sie deutlich weniger Gewicht auf die Waage bringt, als ich das tue. Und die ersten 5 Jahre, muss man sagen, war diese Matratze traumhaft. Also hat genau ihre Ansprüche erfüllt. Im 6. Jahr haben dann die Beschwerden langsam zugenommen. Sie ist am Ende fast jeden Tag dann mit Rückenschmerzen aufgewacht und ich habe dann irgendwann gesagt, wir müssen Schlussstrich ziehen. Geh mal 1-2 Tage in unser Gästezimmer. Dort liegt, wer diesen Kanal ausführlicher verfolgt, weiß das,
eine Emma One Medium Schaumstoff. Und nachdem das dann etwas besser geklappt hat, habe ich gesagt, komm, wir nehmen die runter in unser normales Bett und du schläfst da jetzt mal 2 Wochen drauf. Der Körper braucht eine gewisse Zeit, um sich an die härtere Matratze zu gewöhnen. Und nach diesen 2 Wochen hat sie dann gesagt, ja, ist eine vernünftige Matratze, zumindest deutlich besser als das, was ich zuletzt auf der Bett 1 Bodyguard weich erlebt habe. Wir lassen jetzt erstmal drin. So ganz perfekt war es trotzdem nicht, denn für ihr Körpergewicht ist auch diese Matratze eigentlich zu hart. Und deswegen sind wir hier in der quasi optimalen Testumgebung für einen solchen Topper, der dieses Schlaferlebnis etwas weicher gestalten soll. Also jetzt müssen wir diese Topper-Schaumstoffauflage in die Matratze selber reinbringen und dazu muss der Bezug runter. Also ran an den Reißverschluss und meine Empfehlung ist jetzt, dass ihr nicht den kompletten Bezug abnehmt, sondern ihn so auf eine Seite hin aufklappt. Im Anschluss nehmt ihr euren Topper und legt ihn oben auf eure Emma-Matratze. Achtet dabei darauf, dass die Ecken und Kanten abschließen und jetzt ist diese ganze Geschichte auch schon wieder gegessen. Denn jetzt müssen wir diesen Bezug nur wieder schließen. Was vielleicht den schwierigsten Teil dieser Übung darstellt, wir klappen also den Bezug wieder auf diese Matratze und schließen den Reißverschluss. An manchen Stellen ist es schon so, dass man erkennt, dass der Bezug jetzt deutlich mehr spannt, weil eben auch 2,5 cm zusätzliche Matratze Platz in diesem Bezug finden müssen. Trotzdem, mit etwas Gefrickel an der einen oder anderen Stelle kommt man zu seinem Ziel. Also es ist jetzt keine unmögliche Geschichte, bei weitem nicht. Und das Ganze sieht dann im Ergebnis so aus. Ich finde, dass man schon auf den ersten Blick erkennt, dass diese Emma-Matratze mit diesem Topper weicher und flauschiger geworden ist. Eine Einschränkung, einen Haken gibt es aber trotzdem, denn wenn man, wie wir, 2 Matratzen in seinem Ehebett benutzt, haben wir jetzt durch diesen Topper einen Höhenunterschied zu bewältigen. Hier am besten zu erkennen im Seitenprofil, eines muss man dieser Konstruktion zugute halten, denn es ist Gott sei Dank keine Ecke, sondern formulieren wir mal wohlgesonnen eine angenehme Rundung. Weshalb in der Praxis selber dieser Höhenunterschied gar nicht so sehr physisch wahrgenommen wird, sondern eher eine optische Geschichte ist. Aber ich will es trotzdem erwähnt haben. Erwähnen möchte ich auch, dass es sich bei diesem kostenlosen Topper nicht um den Original-Topper von der Emma-Homepage handelt, der dort für etwa 120 Euro angeboten wird. Dieser Topper hört auf den offiziellen Namen Emma Flip Topper und dieser Topper besteht jetzt wiederum neben einem extra Bezug aus 2 Schichten Schaumstoff, die miteinander verklebt sind. Hier unten ist das ganz gut zu erkennen. Es gibt eine etwas weichere Schaumstoffschicht und eine etwas festere Schaumstoffschicht. Insgesamt ist dieser Topper 6 cm hoch. Jetzt kann ich das Ganze natürlich nicht belegen, aber ich glaube, der Gedankengang liegt nahe, dass Emma hier nicht versucht, das Rad neu zu erfinden, sondern bei den kostenlosen Toppern auf jeweils eine dieser beiden Schichten hier zurückgreift, in Abhängigkeit, ob ich jetzt eine weichere Matratze haben will, wird dann der weichere Schaumstoff versendet. Wenn ich eine etwas festere Matratze haben will, wäre es der festere Schaumstoff. Es ist, ich will das nochmal klarstellen, eine Vermutung. Trotzdem zeigt der Vergleich, dass dieser für uns kostenlose Topper einen echten Mehrwert mit sich bringt. Das gilt insbesondere deshalb, weil wir uns beim Kauf ja in der Regel zwischen der Emma-Matratze auf der einen Seite und der Bett 1 Bodyguard auf der anderen entscheiden. Und das aktuelle Hauptverkaufsargument für diese Bett 1 Bodyguard ist die Flexibilität. Testsieger sind die Damen und Herren aufgrund ihrer eigenen Dummheit ja nicht mehr. Die Flexibilität wird erzielt durch die beiden Matratzenseiten. Es gibt eine weichere und eine härtere. Wenn mir danach ist, kann ich die Matratze einfach wenden. Ich erhalte also 2 Matratzen zum Preis von einer. Das kann mir so originär die Emma-Matratze nicht bieten. Mit dem Topper verändert sich jetzt aber die Rechnung, denn auch hier habe ich jetzt die Möglichkeit, aus einer Matratze 2 unterschiedliche Härtegrade zu zaubern. Und das ist für mich genau das, was ich mir wünsche. Ich würde diese Flexibilität nicht mehr hergeben wollen. Und genau aus diesem Grund würde ich versuchen, an diesen Topper zu kommen. Unabhängig davon, ob ich retournieren will oder nicht. Wie das genau funktioniert, habe ich euch in diesem Video hinreichend gezeigt. Normalerweise hätte ich bei solchen Ideen, bei solchen Worten ein extrem schlechtes Gewissen. In diesem speziellen Fall bei Emma, not so much. Tut mir sehr leid. Mag unter anderem damit zu tun haben, dass Emma vor gar nicht so langer Zeit Kunden aufgefordert hat, zunächst mal eine Matratze bei Bett 1 zu bestellen, diese im Rahmen der 100-tägigen Widerrufsfrist zurückzuschicken, wurden halt ein paar 100 Matratzen verbrannt, um dann besonders günstig die eigene Emma-Matratze beziehen zu können. Vielleicht nicht der beste Move.
und deswegen hält sich mein Mitleid in diesem speziellen Fall auch in Grenzen. Ja, was rechtlich okay ist, ist nicht immer für mich okay. Und damit sind wir fast durch. Fast einen habe ich noch, einen Teaser auf ein kommendes Video. Wir werden uns demnächst in den kommenden Wochen ein weiteres Mal über Matratzen unterhalten, als wenn wir das nicht schon oft genug getan hätten. Dieses Mal geht es um Bett 1, um die Firma, um das Produkt, um das, was aus meiner Sicht absolut nicht in Ordnung ist. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, wie ich es bin. Bis dahin, bleibt sauber und stabil. Hoffentlich bis bald bei Ausprobiert. Tschüss und Servus. Hey, psst, absoluter Geheimtipp. Dieses Video hier solltest du dir unbedingt auch noch reinziehen, weil der YouTube-Algorithmus am besten weiß, was gut für dich ist. Und wenn du Ausprobiert immer noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Hier auf das dicke Logo klicken, Glocke aktivieren und nichts mehr verpassen.